Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam eine Zombie-Hand zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift an der unteren Hälfte des Blattes. Hier zeichne ich ganz einfach mit ein paar verwackelten Linien den Boden, woraus die Zombie-Hand herausgreift. Ihr könnt hier ganz einfach ein paar einfache Bögen direkt aneinander reihen, um das Ganze ein bisschen realistischer aussehen zu lassen. Wenn ihr damit soweit zufrieden seid, dann zeichne ich erstmal zwei Bögen, die leicht nach innen geneigt sind, nach oben. Der Bogen auf der rechten Seite ist hierbei ein kleines bisschen länger als der auf der linken Seite. An der linken Seite beginne ich nun, die einzelnen Finger zu zeichnen. Hierbei beginne ich erstmal mit einem Bogen leicht nach außen und oben. Daran ergänze ich erstmal einen kleinen Strich nach links und im Anschluss wieder in einer leicht gewellten Linie nach oben. Von hier aus könnt ihr nun in einer leicht gewellten Linie wieder ein Stück zurückzeichnen. Im Anschluss ergänzen wir hieran einen Bogen, der zur rechten Seite leicht zur Mitte geneigt ist. Oben an die Spitze zeichne ich jetzt noch eine leicht rechteckige Form, um hier einen langen Fingernagel darzustellen. An dem Knick an die obere Seite könnt ihr jetzt noch zwei leichte Bögen nach unten zeichnen, um so ein paar einzelne Falten darzustellen. Das Ganze könnt ihr auch an die untere Seite der Form hier zeichnen. Anschließend gehe ich wieder zurück an den Bogen und zeichne dort erstmal einen leicht schrägen Strich nach oben. Daran ergänze ich dann nochmal einen Bogen, auch wieder leicht nach oben geneigt. An den vorderen Teil hiervon können wir jetzt noch eine Art Dreieck zeichnen, um auch hier wieder den einen Nagel darzustellen. Ungefähr von der Mitte aus gehe ich in einem Bogen wieder zurück und zeichne dann noch einen weiteren kleinen Bogen nach unten. Daran ergänze ich einen kleinen Bogen nach innen, um so den zweiten Finger zu vervollständigen. Zeichnet von hier aus einen kleinen Bogen nach rechts und im Anschluss einen kleinen Bogen nach oben. Den Finger verlängern wir nun nach oben in einem leichten Bogen. An das obere Ende könnt ihr dann noch einen kleinen Bogen, der leicht nach unten geneigt ist, zeichnen. Auch daran ergänze ich jetzt wieder den Fingernagel. Von der vorderen Seite aus könnt ihr jetzt einen Bogen wieder zurückzeichnen. Geht von hier aus im Anschluss in einem leichten Bogen nach unten und daran ergänzen wir noch einen kleinen Strich. Für den vierten Finger zeichne ich von dort aus eine gewählte Linie nach außen. An das vordere Ende zeichne ich wieder einen Nagel. Wie bei den anderen Fingern gehe ich nun von der unteren Seite in einen Bogen wieder zurück. Daran ergänze ich dann einen kleinen Strich und einen Bogen zurück zur Hand. An die untere Seite zeichne ich jetzt noch einen kleinen Strich dran. Für den letzten Finger zeichne ich einen Bogen leicht nach außen und im Anschluss nach unten, sodass er leicht nach unten hängt. Auch hier könnt ihr an die untere Seite wieder einen spitzen Nagel zeichnen. Von der linken Seite aus zeichne ich dann den Bogen wieder nach oben zurück. Zur inneren Seite ergänze ich dann einen kleinen Bogen und zum Schluss einen Strich, der die Hand vervollständigt. Nun haben wir alle Finger der Zombie-Hand gezeichnet. Um hier noch ein paar Details zu ergänzen, zeichne ich an die Gelenke der Finger ein paar kleine Striche dran. Mit diesen leichten Bögen sieht das Ganze ein bisschen realistischer aus. Zeichnet diese vom Rand aus ungefähr in die Mitte der Finger hinein. Zum Schluss gehen wir nochmal in die Handfläche. Auch hier zeichne ich für die Falten zwei längliche Striche hinein. An den hier zu sehenden Arm zeichne ich jetzt auch noch ein paar leicht gewellte Linien hinein. So wirkt die Hand ein wenig älter. Mit der Zombie-Hand sind wir erstmal fertig. Zum Schluss können wir in den Hintergrund noch ein wenig an der Erde an der unteren Seite zeichnen. An der Seite könnt ihr wahlweise noch eine verwackelte Linie hinzufügen, um dem Ganzen noch ein bisschen Struktur zu verleihen. Zum Schluss zeichne ich um das Ganze herum noch ein paar einzelne kleine Flecken, um so ein paar Erdbrocken darzustellen. An der unteren Seite sind diese ein bisschen größer und nach oben hin werden sie ein bisschen kleiner. So sieht es aus, als wäre die Zombie-Hand gerade aus der Erde gestoßen.
Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Schritte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Schritte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Meine Zombiehand ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!